Hier stehen 1, 2, 3, 7 Autos rum. Ja, hier ist ein Ford Fiesta, das ist ein MK1, Ford Escort, Cabrio, Kaman. Ein 523i. Gehst du jetzt dahin, habe ich mich auf die Knie geschmissen, habe mir unter das Auto geguckt. Wie, kein Rost? Mein 635 CSI, für 8.800 Mark habe ich den dann gekauft. Gebrauchtwagenqualität bei Heiko. Ja, Heiko kümmert sich um die Kisten. Kriegt deine Frau auch so viel Liebe ab? Wenn du rüber gehst zu Aldi und einen Kaffee holst für uns und dann ein kleines Taschengeld noch dazu, dann kannst du ihn so mitnehmen. Sag mal, du hast aber auch Glück im Leben, ne? Kratz ab. Hast du jetzt? Ja. Einen wunderschönen Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Im Hintergrund werde ich schon angelächelt von dem Heiko, denn wir sind heute mehr oder weniger im Himmel oder zumindest in einem Vorort vom Himmel, genau genommen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Und Heiko hat sich bei uns gemeldet nach dem letzten Hallenvideo, was Jens und ich ja gemacht haben. Und ich kann mal was verraten, da ist wirklich für jeden was dabei, von BMW bis Alpha, und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist hier der Besitzer von der Halle und den Autos. Ja. Heiko? Nicht der Besitzer von der Halle, aber der Mieter zumindest. So, der Mieter von der Halle, aber ja. Der Besitzer von den Autos. Du hast nach dem Video, was wir mit Stefan gemacht haben, mit der verrückten Halle, hast du dich bei uns gemeldet? Ja, habe ich mir gedacht, ich bin genauso bekloppt. Melde dich doch mal. Wir sind uns auch auf den ersten Blick alle direkt sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch ganz oldschool miteinander telefoniert und jetzt sind wir hier. Richtig. Du hast ein bisschen was gesammelt. Ja, etwas, ja. Hier stehen 1, 2, 3, 7 Autos rum. Richtig. Mhm. Dann fangen wir doch mal am besten mit dem Fiesta an. Ja, hier ist ein Ford Fiesta, das ist ein MK1, 1 Liter, 49 PS. Den habe ich mal vor 2 Monaten gewesen sein, bei Max Speed Shop gekauft. Den kennt man doch auch. Das ist der eine oder andere wird den kennen, der ist dieser Lost Place Fiesta gewesen, ja. Den Max da aufgegraben hat und dann für kleines Geld abgegeben hat, weil ich hatte so ein Auto mal vor 30 Jahren ungefähr. Darf man sagen, wie alt du bist? Ich werde 65. So. Im September werde ich 65. Ich hatte vor 30 Jahren auch so ein Auto mal, so als Winterauto hatte ich den mir mal zugelegt und ich fand den immer ganz lustig. Und ich wollte in meiner Sammlung eigentlich mal ein Auto haben, das überhaupt keine Elektronik hat. Gar nichts an Elektronik, null. Und der hat weniger als null. Der hat nur ein bisschen Strom, ein bisschen Luft, ein bisschen Benzin und dann läuft der. Und das war's, ja. Du fährst aber auch alle Autos regelmäßig. Ich fahre auch alle Autos. Ja, klar. Die sind ja auch alle angemeldet. Ja. Und,
Dann hast du ja, damit ist deine Freizeit dann ja eigentlich schon komplett ausgeplant. Bis man alle durchgefahren hat, ne? Ja, ach nö, das, also ich kann das ganz gut handeln. Dann, ihr wart ja bei mir zu Hause auch schon. Ich habe ja auch ein Haus mit Grundstück und alles. Also wir wurden hier wirklich sehr nett empfangen. Direkt ins Haus rein, kommt durch, guckt euch alles an, sehr schön. Ja. Ich habe mich auch total gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil man sieht ja natürlich nicht, wer so zuguckt. Man sieht es nur an der Statistik und ich finde es auch gut, dass jetzt auch gerade Leute in deinem Alter unseren Kanal gucken, weil wir sind jetzt ja so Anfang 30, sage ich mal, eine andere Generation und trotzdem gefällt dir das. Ja, aber gerade deshalb ja, dass sich junge Leute auch für solche Art Autos interessieren und nicht auf diese E-Welle auf einmal rüberschwippen und so, ne? Sondern das ist ein Kompliment. Das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, was wir hier machen. Den habe ich aufgearbeitet, der hat von mir einen neuen Kühler gekriegt. Das Lüfterrad habe ich überholt, lackiert und gemacht. Hier ist das noch der Originallack? Das ist alles der Originallack noch. Den habe ich nur so aufgearbeitet, das war alles schwarz und verwittert und das habe ich alles wieder aufgearbeitet. Du hast dir gedacht, anstatt dem Türöffner mache ich da ein Seil ran. Nein, das war schon so. Ich habe... Was? Ja. Sieht man das da? Da haben wir ein Seil. Und noch das originale Prospekt. Ja, aber alle Teile habe ich schon neu hier. Ich habe schon alles da. Das wird alles eingebaut. Türverkleidung habe ich neue. Die habe ich zu Hause liegen auf dem Boden. Das jetzt, wenn es wärmer wird, dann wird das alles verbaut, damit das wieder schick aussieht. Der Mann ist vorbereitet. Man muss auch sagen, die Autos waren alle zugedeckt mit der Plane. Darüber noch eine Plastikplane. Also da kann und Luft kann gar nichts passieren. Und Luftentfeuchter, ganz wichtig. Ja, und bei diesem hier, da fehlte natürlich auch alles. Da fehlte hinten die Hutablage, fehlte. Die habe ich mir dann im Internet besorgt. Das ist doch dann das originale Radio, was da reingehört. Und da ist noch ein Radio, das ist etwas besser. Also man sieht schon hier so langsam, ne? Gebrauchtwagenqualität bei Heiko. Ja, Heiko kümmert sich um die Kisten. Kriegt deine Frau auch so viel Liebe ab? Ich denke schon, also sie beklagt sich nicht. Das ist schon mal gut. Also wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und es hat noch nie gekriselt, also scheint zu passen. Ja, da kann man von ausgehen dann. Ja. Ja. Also hier haben wir das nächste Fahrzeug, das ist ein BMW E39, ein 523i mit einem schönen M52 Motor, der B25 Motor. Ja. Dieses Fahrzeug sollte verschrottet werden, beziehungsweise sollte als Ersatzteilträger dienen. Diese Tür und diese Tür, die hatten eine Beule, da ist der Vorbesitzer mal irgendwo hängen geblieben, der sollte dann weggegeben werden. Und der gehörte dann ein Freund von mir und der hat dann gesagt, Heiko, du bist doch so einer, der auch was hinkriegt, wo andere sagen, das kriegt man nicht mehr hin. Dann hat er mir den geschenkt, dann habe ich den aufgearbeitet. Dann habe ich mir im Internet zwei neue Türen für 70 € geholt. Die habe ich dann eingebaut und die habe ich auch in der Farbe bekommen. Aber hast du nicht nachlackiert? Und dieser ist lackiert, diese Tür, diese nicht. Die habe ich so bekommen vom Schrott. Wie lange hast du die Kiste jetzt? Den habe ich jetzt 3 Jahre. Also ich habe es richtig verstanden, nur wegen den Türen sollte er richtig, als Ersatzteilspender. Und der TÜV war abgelaufen. Ne? Ja, das ist natürlich ein Grund. Ja. Aber hier muss man mal auf hohem Niveau meckern. Ja. Das Kennzeichen passt nicht. Müsste 523 bzw. 525 wegen. Bloß bei dem Straßenverkehr waren diese schon besetzt, diese Nummernfolge. Da habe ich gesagt, na, damit wenigstens ein Fünfer drin ist, mal nehmen wir 520. Von außen sieht das ja eh keiner. Nee, das stimmt. Das ist alles original. Das ist alles so, die habe ich aufgearbeitet. Die waren natürlich lange nicht in diesem Zustand. Nein. Aber da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Die Felgen kenne ich auch noch. Die hatte ich früher auf meinem E34 gehabt. Den habe ich nur neue Reifen spendiert. Ne? Und eigentlich war das schon im Großen und Ganzen, was ich so reingesteckt habe. Das sieht ja noch gut aus. Was hat der gelaufen? 325.000. Aber guck mal, dafür, dass es Stoffsitze sind und so, sieht das ja noch richtig gut. Du hast da nichts, nicht mal Schaltknopf neu. Nee, das ist alles so. Ich habe den nur sauber gemacht. Also wenn man so reinguckt, würde ich sagen 90.000. Der war total dreckig und auch ungepflegt, sagen wir mal so. Den habe ich dann selber so aufgearbeitet, dass er sich in diesem Zustand befindet. Hat übrigens auch keine Pixelfehler, was sie ja gerne haben. Trotz des Alters und der Kilometerlaufleistung läuft hervorragend. Du hast den wirklich geschenkt bekommen? Ja, den habe ich tatsächlich schon für null. Dann kannst du den jetzt ja eigentlich an uns auch verschenken. Also, ich habe schon gedacht, solche Freunde wie Heiko muss man haben. Ne? Ja.
Heiko, wir kommen übrigens nächstes Wochenende zum Grill vorbei, ne? Ja, weißt, ist in Ordnung. Weißt du Bescheid jetzt? Ist in Ordnung, kannst den Sechser dann auch noch gleich mitnehmen. Aber wunderbar. Da kommen wir später noch drauf. Ja, wunderbar, wunderbar. Bei dem waren nur Zündkerzen waren natürlich runter und so das Übliche. Die Zündspulen waren total verdreckt und dergleichen mehr. Habe ich natürlich alles hingekriegt. Und der läuft wunderbar. Selbst die Ivanus hier vorne, null Geräusche, ist nichts mehr. Das hat man ganz selten. Der läuft, da kannst du das berühmte 5 Euro oder 5 Mark Stück hier oben drauflegen, der wird nicht umfallen. Wenn der man noch ein 5 Mark Stück hat, ne? Ja, da habe ich übrigens noch. Echt? Ja. Aber du hast das auch gelernt, ne? Also du bist gelernter Schrauber. Ja, gelernter genau. Ja. Und von daher ist das kein Problem. Die, hier oben sind die Filter drin für den Innenraum. Genau. Um die habe ich auch neu gemacht. Hast du denn bei BMW gelernt oder wo hast du gelernt? Ja. Bei okay, BMW, ja. Dann liegt das natürlich nahe, ja. Mit 3 BMW hier in der Halle. Ja. Nur 3 BMWs? Aber ich bin mir sicher, Heiko, nee, du hattest schon den ein oder anderen BMW, den du jetzt nicht mehr hast. Oh, da darf man gar nicht. Das ist ein extra Kapitel. Da machen wir mal so eine Geschichtsstunde vom Fotoalbum mit Heiko vorm Kamin zu Hause. Ja, ist wirklich. Der Kamin ist auch wirklich da, habe ich schon gesehen. Echt? Ja. Wir haben schon eine Hausführung bekommen, muss man dazu sagen. Also wenn man mal irgendwo gut aufgenommen werden will, ja. Wobei, wir sollen nicht zu viel Werbung machen, sonst kommen da wild fremde Leute. Ja, genau. Gott sei Dank weiß keiner die Adresse, das ist schön. Aber der ist, muss man echt nochmal festhalten, der ist, der sollte verschrottet werden. Ja, das als Ersatz. Nicht mal das, ja, okay. Was dem dann gleich kommt, ne? Ist ja im Endeffekt das Gleiche, ja. Auch hinten wieder Prospekte drin. Ja, warte. Hier übrigens auch alte Plakate vom Verkauf damals, 90er Jahre. Da auch noch die, ach Mensch, sowas finde ich ja auch richtig geil. Ja, das habe ich, ja, ich bin so ein bisschen komisch, so, dass ich so alles, noch, ja, die sollen noch ausgewechselt werden, weil vorne, genau, und der nicht, und dann wird das umgebaut, ne? Also wirklich so viel Liebe. Ja, auch penibel, ne? Das, obwohl ja, das Auto hier die meiste Zeit steht, noch festgemacht alles. Ja, bloß ich fahre damit ja auch und dann fließt das natürlich durch die Gegend und das soll ja nicht so sein. Ja, nee. Ich will damit auch gleichzeitig dokumentieren, dass das auch alles original noch da ist. Ist auch nicht mehr bei jedem vorhanden. Nee, das stimmt. Die Haltebänder hier, ne, die fehlen auch bei vielen die hier. Ne? Hinter uns steht ein Auto, ja. Wo ich sagen würde, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, absolut hässlich. Ja. Aber mittlerweile kommt es schon ja. So ein bisschen in so einen Kultstatus. Richtig. Ford Escort, Cabrio. Karmann. Von Karmann in Osnabrück gebaut. Das ist ein 91er, das ist ein MK5. Mein Baujahr. Richtig. Da ist, gibt es auch so eine Story von den, der wurde inseriert für knapp 1000 Euro, muss das gewesen sein. Und der hat einen Motorradfahrer gefahren und der wollte nur noch Motorrad fahren und kein Cabrio mehr. Da bin ich da hingefahren und dann habe ich mir den angeguckt. Naja, der war natürlich zugestaubt und alles so, ne, wie das immer so ist. So, ne? Dachte ich, naja, lass den mal an. Ja, sprang an, alles gut. Klapperte natürlich, der Motor war so, klapperte so komisch so. Aber ich habe sofort gewusst, was es ist. Natürlich. Nämlich die Hydrostößel. Ja, bloß der Preis, das ist nicht so ganz meins. Der hatte übrigens noch ein Jahr TÜV und alles. Ne? Alles, aber die ganze Elektrik funktionierte. Das war schon mal, ist schon mal ganz wichtig. Ja. Das Verdeck ist elektrisch, das funktioniert und alles funktioniert. Und dann habe ich mir gesagt, 500 Euro und dann nehme ich ihn mit. Aber ja. Ist es mittlerweile schon so, dass hier aus dem Landkreis die Leute bei dir anrufen, wenn sie was loswerden wollen? Nee, ja, hin und wieder kommt mal einer und sagt, ich habe hier was. Aber mittlerweile sage ich fast zu 100% no, weil ich habe keinen Platz mehr. Was würdest du sofort nehmen, wenn es dir jemand anbietet? Was fehlt hier noch? Ich bin so glücklich mit meinem. Kannst du auch. Ich habe überhaupt gar keine Intention, irgendein anderes Auto nur haben zu wollen. Irgendwie. Also... Weiß ich nicht. Mich reizt auch so weiter nichts, so, weil ich damit echt zufrieden bin. Und die fahren doch alle schön. Also, das glaubt man gar nicht. Schade, dass wir jetzt dieses Jahr keinen Sommer haben. Jetzt im Sommer, ne, könnten wir auch mal eine Runde drehen. Die haben ja alle Saisonkennzeichen, die sind ja noch nicht angemeldet. Aber dann könnten wir. Wer weiß, ich sag mal, wenn es den Leuten so gut gefällt, ja. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Oh. Ja, vielleicht wollen sie auch gerne nochmal, dass wir nochmal herkommen. Ne? Schreibt es in die Kommentare, ja. Leute. Ne? Ja. In die Kommentare schreiben. Dann drehen wir mit dem einen oder anderen mal eine Runde. Ja. Wir kommen jetzt zu einem Auto, ja. Wo ich eigentlich immer sage, ich kann damit gar nichts anfangen. Ja. Alfa Romeo 156. Das geht vielen so. Wie geht's dir, Jens? Hast du da irgendeine Beziehung zu? Alfa war auch nie so mein, weiß ich nicht. Das sagen viele, aber ja. Ich habe auch mal eine Zeit lang so gedacht, bis ich diesen mal gesehen habe bei einem Autohändler, also so ein Fähnchenhändler, ja. Und der stand auf so einer Wiese ewig rum
Und ich bin da immer dran vorbei, die Form, die gefiel mir. Ne, wenn man sich den so anguckt, so diese Form, ich sagte, das sieht ja richtig Alfa Romeo, warum nicht? Ne? Nach 6 Monaten ungefähr bin ich nochmal lang, da war schon Efeu in den Reifen drin. Ne, die Bremsen total verrostet, konnte man kann man durch die Alufelgen ja sehen, war total eingewachsen schon. Und sie stand so traurig da und dachte, ach Mensch, Kinder. Gehst du jetzt dahin? Habe ich mich auf die Knie geschmissen, habe mir unter das Auto geguckt. Wie? Kein Rost. Obwohl ein halbes Jahr da so stand. Ja, und dann noch auf der Wiese. Das ist ja eigentlich genau das. Der Feuchtigkeit von unten Auto alles, ne? So, ich gucke, warum kein Rost? Ja gut, kein Rost. So, ich weiter, ich reingeguckt, sitze, alle in Ordnung. Nichts kaputt. Nichts eingerissen, Armaturenbrett nicht gerissen, was ich ja übrigens richtig hasse. Ne? Wenn man immer so Autos sieht mit eingerissenen Armaturenbrett, ja, da kriege ich ein Horn. Kann ich nicht haben. Dann bin ich reingegangen zu einem Händler und habe gesagt, was ist denn mit dem Alpha? Sagt er, ja, eigentlich ist damit nichts mehr, der springt nicht mehr an. Der soll jetzt zu der Reihe, dann stand da eine Reihe von Autos, die zum Schrott sollten auch. Die waren schon ausgesondert und der gehörte mit dazu. Was ist denn, wenn ich den jetzt nehme, dass er nicht anspringt, ist ja für mich kein Grund, dass man ein Auto wegschmeißt. Ja. Lass uns doch mal, vielleicht springt er ja doch eine Batterie genommen rein und dann habe ich georgelt, so der drehte gut. Ja. Und die mechanischen Geräusche, die ich so gehört habe, waren alle okay. Ich dachte, das kann nichts Tolles sein. Was wollt ihr denn haben dafür? Wenn du rüber gehst zu Aldi und einen Kaffee holst für uns und dann ein kleines Taschengeld noch dazu, dann kannst du ihn so mitnehmen. Sag mal, du hast aber auch Glück im Leben, ne? Wie viele Kisten ja, du schon vom Schrott gerettet ja, hast für einen Kaffee. Und dann habe ich mir gedacht, dann gut. Dann hat er es doch verdient noch. Und da habe ich mir dieses traurige Wesen angeguckt. Ja, hübsch bist du ja, aber na gut. Und dann ging das erstmal, bevor ich an eine Karosserie geht, möchte ich immer erst, dass die Technik funktioniert, dass der Motor funktioniert und alles. Dann habe ich den Motor mir erstmal zu Gemüte geführt. Der hatte Zündfunken alles, Kerzen waren runter, Zündspulen sahen aus wie Müll und Luftfilter zu und alles. Naja, erstmal los, alles gekauft für den, was übrigens, das ist ein Twin Spark, das heißt... Zwei Zündkerzen oder was? Der hat 8 Zündkerzen. Zylinder. Nee, wie man sieht, eine große, eine kleine, groß, klein, groß, klein. Die großen, das ist die Zündspule drauf und die kleinen, das ist die extra Zündkerze für die Doppelzündung. Dann bin ich ins Internet gegangen und dann habe ich einen Händler gefunden, der Originalteile von Alfa Romeo original verpackt in einem Service-Kit. Da war Luftfilter mit bei, Ölfilter mit bei und die Zündkerzen für 140 Euro eingebaut und alles Pico gemacht, sprang natürlich immer noch nicht an. Warum sprang er nicht an? Weil es ein Italiener ist. Nein, weil er kein Benzin gekriegt hat. So, nach hinten gegangen, dann die Benzinpumpe mal kurz überbrücken, ne? Die war fest und das war's. Stand zu lang. Ne? Man kann ja eigentlich irgendwie sagen, dass du hier so ein bisschen die Auffangstation für Autos bist im äußersten nördlichen Bereich Deutschlands, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Manchmal kommt es mir so vor, aber... Riecht auf jeden Fall auch noch ziemlich gut. Schon in schlechter riechenden Autos gesessen. Handschalter, tipptopp. Jetzt stehen wir vor dem Auto, was uns beiden auch sehr bekannt vorkommt. Auch ein 318. Ist ein 318, das, ja. So wie meiner. Richtig. In schwarz. Ja. Cabrio. Cosmos schwarz, ja. Mit Lederausstattung. Genau, Vollleder, ja. Und auch die gleichen Felgen tatsächlich. Jens, wenn du da mal kurz deinen heiligen Aal runterhalten möchtest. Ja. Wir hatten noch gerätselt, ob die überhaupt für ein E36 sind. Ne? Nee, die sind vom E46, die Felgen. Habe ich mittlerweile rausgefunden. Styling 34. Ich habe aber... Hier steht auch noch ein Moped, sehe ich gerade. Ja, das ist ein Herkules. Habe ich noch gar nicht gesehen. Mit 300 Kilometer auf der Uhr. 300? Ja, das ist von meiner Frau. Die hat sie einmal zum 18. Geburtstag gekriegt und so gut wie nie gefahren. Das ist doch aber schon fast 50 Jahre her. Nö, meine Frau ist 20 Jahre jünger als ich. Ach so. Ich bin 45. Ach so. Also ich sag mal, guck mal, wenn ich mich hier so gucke, dann du weißt, wie das alles funktioniert, ne? Ja. Und das sind die Originalfelgen, die zu diesem Auto gehören. Ja. Also 635 CSI, eine 20 Jahre jüngere Frau. Ob das irgendwie miteinander zusammenhängt, da kann man nicht spekulieren, nee, würde ich mal sagen. Das hat gar nichts damit zu tun. Das sehen Sie im nächsten Video. Bei dir sehen auch die Motorräume immer... Ja, da lege ich auch großen Wert drauf. Penibel aus, ja, sehr gesund gepflegt. Das Einzige, was ich bei dem Motor gemacht habe, ist natürlich übliche Inspektion, ist klar, mit Zündkerzen und hier vorne der Zahnrippenriemen ist neu. Welches Auto steht hier am längsten? Wahrscheinlich der 6er, ne? Die beiden. Okay. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. 635. Hatten wir auf dem Kanal ja auch noch gar nicht. So. Nee. Klar, wir können jetzt nicht fahren, aber immerhin können wir schon mal daneben stehen und
ist ja auch nicht schlecht, jemanden zu kennen, der so ein Auto hat. Das hat ja wahrscheinlich auch Vorteile. Ja, langfristig vielleicht sogar. Auf jeden Fall. Den habe ich auch recht günstig bekommen, vor 7, 8 Jahre ungefähr, für ganz kleines Geld, von jemandem, der hat ein Haus gebaut und da war das Auto über und der brauchte aber offensichtlich auch Geld, denke ich mal. Mhm. Der hat das dann ganz billig abgegeben, war auch lange nicht in diesem Zustand, ne? Also lange nicht. Also aber mir gefiel der Motor, ich habe den Motor laufen hören und diese Motoren, die haben wir so auch spezielle, der hat ja schon die Steuerkettenmotor, den M43 Steuerkettenmotor, die haben auch so einige Probleme, nicht nur mit Steuerketten, sondern auch mit Leerlauf, dieses Geschwanke und naja, alles sowas, ne? Dieses Gesäge, das hat der alles nicht. Ne? Der lief von Anfang an super und läuft bis zum heutigen Tag perfekt. Welchen fährst du lieber? Den E36 oder den Escort als Cabrio? Ich würde ehrlich sagen, die fahre ich beide gleich gerne, weil der ist von der Straßenlage, ist das auch ein Hammer. Der ist auch deutlich leichter. Das glaubt man gar nicht, wie der durch die Kurven räubern kann. Aber der E36 ist natürlich vom Feeling her und wenn das Verdeck auf ist, auch allein von der Optik her schon, ja, ne, die Linienführung, ne, ist dann doch schon was anderes. Das ist eine andere Klasse. Ja, klar. Eine andere Klasse. Kann das sein, dass wir nochmal wiederkommen müssen? Ich glaube ja. Also zweiter Teil muss kommen. Haut's in die Kommentare, Leute. Kein Problem. Jetzt kommen wir hier zu meinem persönlichen Highlight. Ja. Ja, also das ist mein 635 CSI. Baujahr 83, ohne Cut noch, der hat noch richtig Dampf im Kessel. Das ist auch der M30-Motor, ne? Das ist der M30-Motor mit 218 PS, 3,5 Liter und läuft wunderbar. Den habe ich jetzt 27 Jahre. Handgeschaltet. Handgeschaltet, wohlgemerkt, ja. Du hast nur handgeschaltet, ne? Ich habe nur handgeschaltet. Wollte ich gerade sagen. Stimmt. Ja. Alles handgeschaltet. Der ist handgeschaltet, hat die original Recaro Sportsitze drin vom BMW. Das ist Originalausschottung in Pazifikblau. Das ist nämlich noch ein schönes Auto. Das ist mit das Schönste, was BMW jemals gebaut hat. Ja, sagen fast alle. Also diese Form. Und vor allem, ich bin dann ganz stolz, ich bin mega stolz darauf, dass bei dem Auto auch noch alles funktioniert. Der Bordcomputer, das Check-Control-System. Alles funktioniert. Selbst die Griffheizung funktioniert noch. Eine völlig andere Zeit, bei der ich leider nicht dabei war. Ja, aber ich. Ja, du würdest wahrscheinlich nicht mit mir tauschen wollen, aber ich würde gerne mit dir tauschen wollen. Ja. Oh, herrlich, guck mal auch hier, wie das alles aussieht. Alles wie neu. Was hat der gelaufen? 220.000. Okay, so sieht er aber nicht aus. Nein, weiß ich. Wie lange hast du? Ja, 27 Jahre. Beim Audi-Händler stand der, so als Blickfang rückwärts auf so eine Rampe geparkt. Und da bin ich auch, in Husum stand er, da bin ich bestimmt 10-mal dran vorbeigefahren und immer gesagt, machst du es jetzt oder machst du es jetzt nicht? Und da bin ich dann reingegangen und der sollte, glaube ich, 9.000 Mark kosten. Und ich habe ihn für 8,8, ich habe mega gehandelt. Für ja, 8, super. Für 8.800 Mark habe ich den dann gekauft. Das ist ja aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Ja. Auch hier die Dämmmatten, das ist ja alles, alles neu. Der könnte so auch bei BMW jetzt im Verkaufsraum stehen. Aber für 8,8 würde ich den auch nehmen. Ne? Ja, du bist nicht der Einzige. Ich habe auch alles für den Wagen, alle Unterlagen, Kaufvertrag, alle Prospekte, die es gibt, Pressemappen und alles. Ne? Das betrifft alle anderen Autos auch. Das ist echt, du bist nicht normal. Aber das ist normal. Das ist gut. Musst du dich mal reinsetzen? Nee, da komme ich nicht rein. Ich will auch nirgendwo hier was anditschen, aber ich will zumindest. Da kommst du rein. Da kommst du rein. Du kannst dich ruhig reinsetzen. Wenn du das körperlich schaffst, kannst du da gerne reingehen. Du brauchst auch nicht so pingelig sein. Du kannst ruhig dagegen stoßen. Da sind über Gummi-Dings drin. Das ist alles gar kein Problem. Ich habe alles. Ich habe einen M-Schaltknauf für den Sechser und das Lenkrad. Habe ich alles da. Diese uralten, die ersten Versuche vom Bordcomputer. Ja, und du wirst lachen, das funktioniert. Das funktioniert. Auch der Bordcomputer da, der funktioniert. Da kannst du, siehst ja, welche Funktionen du abrufen kannst. Funktioniert alles. Dass du es auch immer schaffst, so Autos mit solchen Laufleistungen zu haben, die vom Innenraum her einfach aussehen, als wenn die ein halbes Jahr alt sind. Das passt gar nicht zusammen, ne? Irgendwie. Ganz einfach. Wir kennen uns jetzt seit 2 Stunden. Mhm. Was muss ich machen? Ich möchte dieses Auto haben. Ich verkaufe dir Jens. Der kann schrauben. Der macht dir hier alles. Jens, du setzt dich hier im Campingstuhl, machst dir ein Bier auf und der macht das alles fertig. So, jetzt haben wir hier Audi 100 C4.
Erstmal machen wir die Motorhaube zu. Du hast schon verraten, es war mal lange Zeit dein Alltagswagen, wie man. Darf ich die filmen hier? Ja, alles. Hier, das bei dir vor der Tür. Ja. Mit Faltboot, hast du gesagt. Genau, das liegt da oben. Mit Faltboot auf dem Dach. Das ist ein Klepper-Faltboot und meine Frau und ich sind damit zum Wittensee gefahren und paddeln da ein bisschen rum und da nehmen wir dann immer dieses Auto, obwohl wir einen großen Kombi haben. Den kleinen Fünfer. Ja, muss ja alles auch bewegt werden, ne? Aber ich finde, das sieht auch richtig gut aus, wenn das da drauf ist. Ich habe es vorhin auch gesehen und das hat irgendwie passt zueinander, ne? Ja, wie gesagt, das ist ein Audi 100 C4, Baujahr 92 und den habe ich vor... 2 Liter Motor, ne? Sechszylinder? 2 Liter Motor, der AAD Motor mit 115 PS und den habe ich vor über 20 Jahren bei Autohaus Thomsen, den Namen kann man ruhig erwähnen, in Kropp gekauft. Und das war immer mein Alltagsauto während meiner Arbeitszeit. Den habe ich Sommer wie Winter, der stand auch nie drin, der stand immer draußen vor der Tür. Okay. Und trotzdem habe ich den immer so erhalten, wie er jetzt ist. Der sah auch im Winter draußen immer so aus, dass meine Arbeitskollegen haben immer gesagt, wie kommst du denn überhaupt hier zur Arbeit? Trägst du dein Auto? Das Besondere an dem Auto ist diese eklatante Zuverlässigkeit. Ich habe den ja 12, 13 Jahre täglich gefahren, bis zum heutigen Tag keine müde Mark oder müden Euro an irgendwelche Reparaturen reingesteckt. Was? Der läuft immer, geht nichts dran kaputt, da ist noch nichts dran kaputt. Ihr könnt aufziehen, was ihr wollt. Kupplung, Getriebe, was auch immer. Audi hat ja bekanntlich diese Baureihe, die Probleme mit dem Rost hier vorne an den Kotflügelkanten. Ja. Ne? Weil dieser Innenkotflügel hier, der ist befestigt mit, da ist so ein Klotz ist da drunter, so ein Schaumstoffklotz, der saugt sich voll mit Dreck und Wasser und scheuert und darum gammeln die hier oben alle weg. Das gilt auch für den A4. Das hat er nie gehabt, weil ich immer darauf immer gespült habe, immer zu mit dem Wasserschlauch von unten sauber gehalten habe und so. Darum ist er auch noch in diesem Zustand. Und alle Fahrzeuge, die ihr hier seht, sind nicht lackiert. Das ist echt alle im Original. Unglaublich. Ne? Ich muss dir... Ja. Zum Abschluss eine Frage stellen. Gerne. Angenommen jetzt. Wann kannst du den Sechser abholen? Das regeln wir gleich, wenn die Kamera aus ist. Da werden wir uns schon einig. Er ist ja mit uns hier hingefahren. Also wir können ja alles machen jetzt mit ihm. Wenn jetzt irgendwer sagen würde, wenn deine Frau sagen würde, Mensch, Heiko, du darfst nur noch ein Auto haben. Ja. Das wäre welches? Der Sechser. Ja, den habe ich ja schon. Das kann ich gut verstehen. Nee, der steht über allen. Erstens, weil ich den schon so ultra. Ich kenne jede Schraube an dem Auto. Wirklich jede, über einen E24, glaube ich, da gibt es wenige Leute, die mir dann noch was drüber erzählen können. Dann würde ich den dann behalten wollen. Kann ich gut verstehen. Wenn sich diese Frage stellt, sich aber nicht. Ja, das war ja mal wieder ein ganz besonderes Treffen, würde ich sagen. Ich finde das immer wieder geil, dass das, man kennt sich ja nicht, fährt hier einfach hin und irgendwie haben alle denselben Nagel im Kopf. Du bist ein toller Typ, du gehst gut mit den Autos um, es sollte mehr von deiner Sorte geben. Ja. Danke, dass wir schauen durften. Kein Problem, jederzeit gerne wieder. Schreibt in die Kommentare, was ist euer Highlight. Guck mal, da versagt mir schon die Stimme. Was ist euer Highlight? Was sagt ihr dazu? Sollen wir hier eventuell im Frühjahr oder im Sommer nochmal herkommen? Müssen wir mal gucken. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis dann. Haut rein. Tschüss.